خليفة دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے خلافت فصل گل بھی ہے بہار جاودان ربا صاحب کیسا فیل کر رہے ہیں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں تھک تو نہیں گئے خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے خلافت فصل گل بھی ہے بہار جاودانی ہے بہار جاودانی ہے خلافت اب قیامت تک سہارا غمزدوں کا ہے خدائی یہ نوشتے ہیں خدا کی مہربانی ہے وہ مخز Alhamdulillah. Wir sind auf der, wie heißt der Oberstetten, Hütte? Oberetz-Hütte. Die Oberetz-Hütte. Auf 3670 Metern. Wunderbar, 2641 habe ich, da müssen wir noch aufs Dach steigen. Ja. Aber Alhamdulillah, das ist ganz gut gelaufen. Bis wir alle oben sind, wird noch eine Weile dauern. Die Leute sind halt zivilisationsgeschädigt. Ja, die anderen, die noch kommen. Und das wird noch ein bisschen dauern, aber Alhamdulillah, wir haben das ganz gut gemeistert. Und der jüngste Teilnehmer war als erster oben. Also hier kommen jetzt langsam die Nächsten, die werden jetzt so einzeln einlaufen. Ja. Also das war ein Testlauf für morgen. Morgen geht es nochmal 1100 Meter weiter hoch. Ja. Das ist eine sehr konditionsintensive Strecke, die wir da vor uns haben. Und das war vielleicht ganz gut, dass wir das heute hier langsam haben angehen lassen können. Wir sind auf 2700 Meter ungefähr gestartet. Da haben wir unsere Autos geparkt. Herrliche Landschaft hier, alles wunderschön. Auch wenn man hier sieht, oben sieht man die schneebedeckten Berge. Also wir werden nach hinten rausgehen. Jetzt kann man die noch nicht sehen. Und dann werden wir auch über Gletschergelände gehen müssen. Wir haben Steigeisen dabei, also wir sind gut ausgerüstet, wir haben auch Seile, wir werden in zwei Seilschaften gehen. Also Alhamdulillah, Majestät hat wieder sehr gut geplant. خلافت تپتے صحرا میں گھٹا کی سائبانی ہے خلیفہ دل ہمارا ہے خلافت زندگانی ہے خلافت فصل گل بھی ہے بہار جاودانی ہے بہار جاودانی ہے خلیفہ دل خدا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس و ضحا یہی ہے اللہ تعالیٰ auf immer erwähnt ما یؤتون الزکاۃ Das heißt, es ist eine Eigenschaft von den Gläubigen, dass sie das Namaz verrichten und die Zakat zahlen. So, Dosto, Assalamu alaikum. Subah bakhair. Subah ho gayi hai. Is waqt taqreeban 6 baj rahe hain. 6 baje ka time hai. To nashta matlab ho chuka hai hamara aur ready hai ab agle jo hamari main manzil jo hai, Vice Kugel, us pe jane ke liye taqreeban yahan se 1100 meter ki chadhai abhi humne chadhni hai aur تقریباً ہمیں اندازے کے مطابق تقریباً 6 گھنٹے کا مطلب ہے یہاں سے اوپر تک تو کافی لمبا دن ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اوپر سنا ہے کہ اوپر موسم بہت زبردست ہے نظارے بہت خوبصورت ہیں
ग्लेशियर पे मेरा फर्स्ट टाइम जाने का इत्तेफाक हो रहा है, तो एक्साइटेड हूँ काफ़ी। तो ऊपर जाके आपको फिर इंशाल्लाह नज़ारे दिखाते हैं। बाकी बहारे जावेदानी है, बहारे जावेदानी है, खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है। Kalt zu sehen wie in der Antarktis, dass man sieht, dass die Gletscher kalben, das heißt, Zahne werden, zerbrechen. Und dann ist jetzt ein ganz alter Gletscher, der noch so ist, seit, was weiß ich, 1000 Jahren. Mhm. Aber hier sieht man, dass er die Steine abgewaschen hat, glatt gemacht hat. Ne? Hier ist kein Geröll mehr. Mhm. Da vorne, diese Ecke haben wir gesehen, da hat er das ganze Geröll vor sich hergeschoben. Das ist hier zusammengebrochen und liegt da. Sehr schwer zu laufen, anstrengend, Muskelkater garantiert. Und jetzt muss man da irgendwo hoch und da haben natürlich erfahrene Leute das schon gemacht. Also wir werden uns an die Spur halten. Hier an diesem Türmchen sieht man immer schön, also wenn man so Türme sieht, das kann kein Hund gemacht haben, das kann keine Gämse gemacht haben, kein Bär. Und das muss ein Mensch gewesen sein. Ja, also das ist immer das Zeichen, hier sind schon mal Menschen langgelaufen. Also hier ist mal richtig. Und hier, wenn man hier jetzt alleine wäre, könnte man ja schon auf die Idee kommen, es gibt keinen Menschen mehr als einem selbst. Ne? Und das ist das Faszinierende hier oben halt, dass so die Zivilisation alles hinter dir lässt, ja, und mal einfach abschaltet, ne, und dann alles auf dich wirken lässt. Also wir müssen dahinter. Da hat man dann auch diese, wie heißt der nochmal, der Berg? Weißkugel. Die Weißkugel gesehen. Sag doch mal, Sascha, Dankeschön. Gern. Ab, ready? Alhamdulillah, das ist ein Steinbein. Hansi. पहले बेल्ट पहने ना जी। मोबी साहब जी रेडी हैं आप? जी जनाब रेडी हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चेक कराएं अपना सारा, बेल्ट टाइट है? बिल्कुल टाइट हो गई है। ओके जबरदस्त। और शूज पे अपना पांव का ध्यान रखना है कि टाइगर के साथ आपस में ना टकराए पांव, वरना आप फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। ओके Wir gehen jetzt, wir sind ungefähr, also wir gucken jetzt mal ganz genau, nicht ungefähr, wir sind bei 2.932, also wir sind so gut ungefähr bei 3.000. Und jetzt gehen wir auf den Gletscher. Wir haben die Steigeisen angezogen, kann man sich mal angucken. Das sind Eisen unter den Schuhen. Der eine hat höher, der andere niedriger. Es gibt verschiedene Modelle. Und jetzt bewegen wir uns auf dem Gletscher und können natürlich dadurch nicht mehr ausrutschen, wegrutschen. Jetzt muss jeder Schritt muss sitzen. Also man muss ganz genau gucken, wo man hintritt. Weil man muss dann eben, wenn man den anderen Fuß in die Luft holt, muss der eine sitzen, muss der eine festsitzen. Wir müssen allerdings auch nochmal gucken, was die anderen machen, die zweite Gruppe hinter uns. Wir werden jetzt noch kein Seil nutzen. Oma Sies ist vorgelaufen. Ich sehe ihn gerade da oben. Wir laufen jetzt in die nicht untergehende, sondern aufgehende Sonne. Also warm wird es auf jeden Fall werden. Und im Moment haben wir eine schlechte Sicht. Also wir müssen gucken, dass wir hier an der Ecke, das ist Übergang vom Fels zum Gletscher. Da gibt es immer Spalten. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht wegrutschen. Also da sollten wir ganz vorsichtig laufen. Okay, wir gehen jetzt weiter. Also wir haben jetzt nur noch lockere 650 Höhenmeter. Wir haben ein bisschen Zeit verloren, weil der Weg nicht gut ausgeschildert war. Dile muztar suko paaye jahan umeed bar aaye sahara be saharo ko mile jeevan savar jaaye मोहब्बत की खिले कलियां। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
आज सुबह 6:30 बजे हम लोग जो हमारा ह्यूटे था वहाँ से हम लोग ने चलना शुरू किया और अभी तकरीबन 3 घंटे के बाद हम लोग 3,117 मीटर पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे ग्लेशियर है और ग्लेशियर पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्रेवेसिस बने हुए हैं और बड़ी एहतियात से हम लोग आ रहे हैं। और अभी अमीर साहब ने बताया कि 10 बज गए और 3.5 घंटे हमें हो गए हैं और 16 में से 10 लोग हम लोग यहाँ पे अभी ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। बाकी 6 लोग जो हैं वो अभी नीचे हैं, आस्ता आस्ता आ रहे हैं। यहाँ पे रुक के हम लोगों ने अब रस्सी बांधनी है और फिर यहाँ से आगे इस डायरेक्शन में हम लोग आगे जाएंगे। जाकला Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, die Tour dieses Jahr ist ein bisschen früher zu Ende gekommen und wir haben den letzten Push, den letzten Punch haben wir diesmal nicht gemacht. Ein guter Bergsteiger muss auch manchmal wissen, wann das Ende ist. Also wir haben gemerkt, da hätten wir jetzt noch ein paar Mal Steigeisen ab und an und wir haben jetzt gerade auch 2 Bergsteiger erlebt. Mit Vollausrüstung, die sind über diesen Grat rübergekommen und haben hier 1/2 Stunde gebraucht mit Seil, bis sie da runtergeseilt waren. Das war schon ein bisschen also haarig. Dann haben wir hier eine Spalte, da mussten wir rüber, da konnte man sich abstützen. Aber die Spalte war so tief, 2 Stöcke haben wir da verloren und wenn da große Steine reingegangen, runtergefallen sind, da hat man zählen können, also bis 5, bis die auf dem Boden. Das ist wunderschön hier oben. Und jetzt haben wir einen ganz entspannten Abstieg. Und ich habe jetzt auch von den beiden gehört, die kommen von der Seite. Die sind eine andere Strecke hochgekommen. Und ich glaube, von denen haben wir denen die Spur auch aufgenommen. Ja. Also, Alhamdulillah, ich bin begeistert von der Truppe. Also mittlerweile haben wir hier richtige Bergsteiger. Vielleicht kann man ganz kurz mal jeden mal ganz kurz mal vorstellen. Azim, Aziz, du musst schon hierher kommen. Er ist ja bekannt. Er leitet Majestät Bergsteigertruppe. Er hat diesmal als Innovation seinen Sohn mitgebracht. Vielleicht kann er sich kurz mal vorstellen. Er muss ja nicht vorgestellt werden, der Omar Aziz. Ja. Assalamu alaikum, ich heiße Fateh Hemd Aziz, ich bin 16 Jahre alt. Und hier wie und eine Bergziege hier hoch auf dem Berg, ja. Ja. Jetzt hier oben hast du jetzt ein bisschen auch ein bisschen Muffe gekriegt, das gehört dazu beim Bergsteigen. Ja. Also Angst, wenn du die nicht hast, ist es gefährlich. Ne? Weil dann macht man manchmal Sachen, die nicht so vernünftig sind. Und deswegen war vielleicht gar nicht schlecht, jetzt hier mal auch so einen Abbruch zu erleben, ja. Und hier auch ein alter Veteran aus Wiesbaden, ja. Auch konditionell immer stärker. Kurz vorstellen. Ja, ich bin Ahmad Wazal und ich bin 38 Jahre alt. Ich bin bis jetzt 4. Mal mit Amir Saab und National Amir Saab hier gestiegen. Oh, wunderbar. Und immer noch Khudam, Mashallah, Mashallah. Ja, man merkt, er wird immer schneller. Ne? Ja. Das ist ein bisschen schwierig, diese. War schon eine Herausforderung. Also hier, man kann ja, ich meine, geh nochmal mit der Kamera hier auf diese Spalten. Also, wenn das unsere Ehefrauen sehen, dann kriegen das die. War richtig schwer. Dann lassen die uns vielleicht nächstes Mal gar nicht los. Der nächste das bitte. Ist die andere. Auch ein alter Veteran aus Wiesbaden, ja. Ja, ich heiße Rashid Ghaffar und ich bin auch seit 2008 dabei. Also, ich habe auch einige Berge auch mit National Emir Saab und mit Umar Saab bestiegen. Guten Erlebnis gehabt. Heute war auch eigentlich sehr schön, wunderbar. Dankeschön. Ja, aber das war auch neu für uns, ohne Spur hier hochzukommen. Richtig, ja. Und hier auch kein ganz neuer, ja, aber einer von den Jüngeren. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mein Name ist Mohammed Yusuf. Ich bin 2. Mal dabei. Letztes Mal hat auch richtig Spaß gemacht und dieses Mal Alhamdulillah. Er sorgt für die Stimmung hier, erzählt viel, ja. Genau. Kommentiert viel, ja. Wunderbar. Ein ganz neuer Mann aus Groß-Gerau. Kommen Sie, kommen Sie. Sie können auch in Urdu kurz ein Statement abgeben. Kein Problem. Abka Namke. Assalamu alaikum, mein Name ist Rahil Ahmed. Und das ist meine erste Tour hier. Mir war das gut. Shayad, agar aapke logon ke sath na aata to shayad haben sie sowas erwartet oder sind sie schon überrascht? Schon überrascht.
hier noch hier. Die anderen auch noch hier. Ich bin auch überrascht wegen. Dass er das hier hochgeschafft hat, ja? Ich bin erfahrener Seite. Ich bin mehrmals in die anderen Berge gegangen, aber ich war niemals auf dem Gletscher. Auf dem Gletscher. Gekommen, ja, auf der Gletscher gekommen. Ja. Deswegen ich habe viel diese Erlebnis. Das war schon ein Erlebnis. Ich war eben ein bisschen irritiert. Du hast so einen Kopfhörer, der ist lila. Das ist also kein Ohreinstecker, den du hast, sondern ein Kopfhörer, ja. Okay. Jetzt unser Imam, Sajid Sab. Und wie war es diesmal? Assalamu alaikum, Sajid Ahmed, Rabbi Salah, Alhamdulillah. Das war sehr gut. Schwieriger als letztes Mal. Würde ich auch sagen, ja. Aber hat sehr Spaß gemacht. Wir haben die Tour auch genutzt, um uns brüderlich weiterzuentwickeln. Und Alhamdulillah sind wir das nächste Mal wieder. Ja, ich glaube, die Aufnahmen gestern mit den Nazims, das geht bestimmt auch rum. Das war auch sehr gut. Ja. Und unser letzter jüngerer Teilnehmer noch. Assalamu alaikum. Ich bin Luqman Varech, 23 Jahre alt. Und ich war auch letztes Jahr schon bei der Tour. Hat es allerdings nur bis zur Hütte geschafft. Und diesmal? Diesmal habe ich es bis dahin war Misab Camp geschafft. Und ich glaube, mehr als das war auch nicht mein Ziel. Und war schwieriger als letztes Jahr. Es war auf jeden Fall schwieriger, aber dass man sich wirklich gesteigert hat und das auch sieht und das auch sich zeigt, also das ist schon ein sehr schönes Gefühl. Ja, hochkämpft. Und wo war der Mann, der eben das Video gemacht hat? Du musst auch noch mit hier. Assalamu alaikum. Ich werde sagen, dass das ist das erste Mal, dass mindestens 10 oder 11 also Teilnehmer, die haben über 3000 geschafft. Normalerweise mehr wie Hälfte, die bleiben in Hütte. Aber heute 10 oder 11 über 3000 gekommen, bis 3400. Das ist schon mal eine sehr, sehr große Stufe. Und davon 6 oder 7, die sind das erste Mal über 3000 sind. Oh. So, Alhamdulillah, das ist alles sehr gut gegangen. Wetter ist auch sehr schön heute. Und jetzt auch ein Newcomer aus Groß-Gerau, ja? Genau. Das ist mein erstes Mal. Ich habe alleine mit Freunden, mit Jamaati-Freunden viele Wandertouren gemacht, aber bis 3000, das war meine erste. Aber man merkt, dass ein bisschen Erfahrung schon da ist. Ne? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aber ich habe das nicht gedacht, dass ich kann mit Amir Saab oder... Ich habe mich gewundert, wir leuchten da vorne mit dem roten Jackett, ja? Also das war wirklich auch top. Alhamdulillah, also, war gute Erfahrung. In diesem Sinne... Ein letztes Nadi und dann geht's runter. Nure Tukbi! Allahu Akbar! Okay, und jetzt Abstieg! Zindabad! Okay. Nure Takbir! Allahu Akbar! Maskan hai khilafat ka jo jari hai nabuwat se dil-e-muztar